Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Im letzten Video haben wir dieses Nachtschränkchen zusammengezeichnet. Nun wollen wir ihm Schraffuren vergeben. Wir haben die letzten Male kennengelernt, dass man Schraffuren ganz einfach über die Attributpalette vergeben kann, indem wir sie einmal auswählen und dann eben hier über die Füllattribute eine Schraffur zuweisen. Das wollen wir diesmal etwas anders machen. Und zwar wollen wir das über die Klassen zuweisen. Wir kennen hier schon folgende Klassen. Das ist einmal die Klasse Bemaßung, die gibt es standardmäßig, die Klasse Keine, die gibt es standardmäßig und auch die Klasse XG, die gibt es auch standardmäßig, auf die werden wir jetzt nicht weiter eingehen, die kommt deutlich später dazu. In der Klasse Keine, das ist einfach eine Klasse, in der standardmäßig alle Sachen erstmal abgelegt werden sollen. In der Klasse Bemaßung werden alle Bemaßungen abgelegt und hier hatten wir in der zweiten, dritten Stunde auch eingestellt, dass eben die Attribute Dicke 0,1 mm oder 0,13, was ähnliches, eingestellt werden und dass diese Attribute automatisch zugewiesen werden. Und das Ähnliches machen wir jetzt gleich auch mit den weiteren Klassen hier. Zuerst müssen wir aber einmal lernen, wie man eine Klasse überhaupt erstellt. Das kann man auf ein paar unterschiedliche Arten und Weisen machen. Alle sind ähnlich unkompliziert. Wir können zum einen mal festhalten, ja, dass wir jetzt erstmal diese Objekte hier wollen wir, das sind die Stollen, also die Schnitte durch die Stollen, das sind alles nur 2D-Objekte gerade, die wollen wir in eine Klasse Stollen setzen, naheliegenderweise. Das heißt, ich markiere mir jetzt eben diese Objekte, die dazugehören. Ich kann auch diesen Konus mit dazu nehmen schon. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Und jetzt kann ich bei gedrückter Shift-Taste einen Rahmen ziehen um die weiteren Rechtecke und diese nun eben einer Klasse zuweisen. Dazu gehe ich einmal ins Info-Objekt und sage hier auch beim Reiter Objekt, wo nun noch die Klasse Keine steht, also standardmäßig wurden diese Objekte in der Klasse Keine gezeichnet, gehe ich auf dieses Dropdown-Menü, wähle aus, dass ich eine neue Klasse erstellen möchte und nenne diese Klasse Stollen. Und schon hat sich hier unten in der Navigationspalette unter dem Reiter Klassen eine neue Klasse gebildet und zwar mit der Bezeichnung Stollen. Wenig überraschend. Nun geht es ein kleines bisschen weiter. Und zwar fangen wir an hier mit der Tür. Das ist ein Polygon, weil ich das mit der Doppellinie gezeichnet habe. Das hier ist auch, das kommt in die gleiche Klasse. Das sind die Aufrechten des Türrahmens. Die möchte ich in die gleiche Klasse abgelegt haben. Dazu gehe ich nun einfach nochmal ins Info-Objekt auf die Klasse Keine, klicke ich drauf, kann nun auswählen, neue Klasse soll erstellt werden und gebe nun ein Tür, wichtig, minus Aufrechte. Wir könnten es auch Rahmenaufrechte nennen. Wichtig ist dieses Minuszeichen zwischen Tür und Aufrechte. Wenn ich das mit OK bestätige, passiert Folgendes. Ich habe eine Überklasse namens Tür erstellt und eine Unterklasse namens Aufrechte. Das heißt, über diesen kleinen Pfeil hier kann ich das auch schließen. Das ist genau wie mit dieser Extra Group Klasse hier, kann ich auch die Unterklassen anzeigen lassen oder halt eben auswählen. Nun möchte ich diese Klasse Tür, da können wir einige Objekte drin zusammenfassen und das möchte ich eben auf diese Art und Weise nutzen. Wir können zum Beispiel diese Füllung hier auch noch in die Klasse Tür minus Füllung setzen. Das machen wir auch gerade noch. Neue Klasse Tür. Natürlich ist die exakt gleiche Schreibweise richtig, zumindest von der Oberklasse, soweit klar. Tür minus Füllung. Man sollte einfach eine möglichst eindeutige Bezeichnung abgeben. So, und jetzt haben wir hier unter der Überklasse Tür die beiden Klassen Aufrechte und Füllung. Ich zeige noch eine andere Möglichkeit, eine Klasse zu erstellen und Objekte zuzuweisen. Und zwar können wir auch einen Rechtsklick in die Navigationspalette machen, auf einen leeren Bereich und können dort auf Neu gehen. Da wir uns ja bei Navigation Reiter Klassen befinden, weiß er direkt, wir wollen eine neue Klasse erstellen und können nun eingeben, dass wir hier
Die Klasse Seiten minus, also die Überklasse Seiten minus Füllungen erstellen wollen. Und nun können wir die Füllungen der Seiten auch auswählen bei gedrückter Shift-Taste. Und diesmal gehen wir wieder ins Info-Objekt, klicken wieder auf die Klasse Keine hier und wählen aber nun die schon existierende Klasse Seiten aus. Müssen die jetzt öffnen, weil wir die Unterklasse auswählen wollen und klicken dann auf die Klasse Füllungen. Und so, jetzt sind diese beiden Polygone der Klasse Seiten minus Füllungen zugewiesen. So, das Ganze mache ich jetzt noch mit ein paar weiteren Klassen. Ihr könnt im Video gerne vorspulen, bis ich anfange, die Schraffuren dann darüber zuzuweisen. Also das hier ist der Griff. Da gehe ich auch ins Info-Objekt, Klasse, neue Klasse, es bietet sich an, Tür minus Griff, falls das überhaupt geschnitten werden sollte, das wissen wir nicht genau. Wir haben hier den vorderen queren und den kann ich mit dem hinteren queren in eine Klasse packen. Klasse, neue Klasse, quere minus vorne, hinten. Das ist wichtig, dass wir die Klassen jetzt so anlegen, dass wir die in der Klasse befindlichen Objekte später eine gleiche Schraffur zugewiesen bekommen können. Also soweit können wir es zusammenfassen, dazu später mehr. So, die Seiten hier, das können wir auch noch in eine Klasse packen, also die Queren der Seiten. Neue Klasse, Seiten, die Oberklasse existiert schon und wieder Quere. Seitenquere, sowas gibt es noch. Ansonsten haben wir hiervon noch nicht viel gezeichnet. Das heißt, jetzt geht es weiter. Also, wir können im nächsten Schritt, nachdem wir all diese Klassen hier erstellt haben, können wir hingehen und sagen, dass die Objekte nun ja, Schraffuren zugewiesen bekommen sollen, und zwar über die Klassen. Dazu gehen wir hin in die Klasse jeweils rein und sagen zum Beispiel, die Queren vorne hinten, nee, die bekommen ja in dem Schnitt gar keine Schraffuren. Nehmen wir mal die Stollen als einfachstes Beispiel. Also diese Objekte hier brauchen eine Schraffur. Die Stollen hier sollen mit einer Schraffur dargestellt werden. Dazu gehe ich auf die Klasse Stollen mit einem Rechtsklick, klicke dann auf Bearbeiten. Mancher wird sich erinnern, ähnlich haben wir das bei der Bemaßung gemacht oder sind sicher gegangen, dass es dort so eingestellt ist. Können wir nun hier die Attribute bearbeiten. Die Stiftattribute können genauso bleiben, aber die Füllattribute stellen wir nicht auf Solid, sondern eben auf Schraffur. Gehen nun auf dieses Dropdown-Menü hier und können nun über diese Explorer-Ansicht eben in unsere eigene Bibliothek gehen und dort die entsprechend passende Schraffur auswählen. Wir hatten, glaube ich, 40 mm Stollen, das heißt, wir haben hier Firnholz 40 mm gedreht oder nicht gedreht. Das können wir auswählen und dann mit OK bestätigen. Leider ist noch nichts passiert. Das liegt daran, dass wenn wir dieses Objekt hier einmal anwählen, sehen wir in der Attributpalette die zugewiesenen Attribute. Wir sagen also, im Augenblick sagen wir über die Klasse Stollen hier, da haben wir gesagt, zeig bitte dieses Rechteck schraffiert an. Aber viel direkter über das Fenster Attribute hier, haben wir diesem Objekt befohlen, sei bitte solid und weiß. Das heißt, das Objekt nimmt sich da den kürzesten, ne, also den direkten Befehl, das ist über die Attributpalette, und sagt, nee, ich mach mal das, was die Attributpalette sagt. Wir gehen nun also hin, klicken hier einmal auf Solid und sagen, das sind weder Layer noch Solid, Schraffur oder irgendwas, sondern wir sagen Klassenstil. Damit erklären wir diesem Objekt hier, frag nicht die Attributpalette, sondern die Attributpalette verweist weiter auf die Klasse. Und dort wird definiert, wie dieses Objekt aussehen soll. Jetzt haben wir nur dem hinteren Objekt hier erklärt, dass es schraffiert werden soll und nicht dem vorderen Objekt. Das können wir auch so machen. Schlauer ist es natürlich, einmal einfach alles zu markieren, indem wir einen Rahmen darum ziehen und allen Objekten jetzt sagen, dass es im Klassenstil dargestellt werden soll.
Und dann werden auch alle Objekte, die eine Schraffur in den Klassen zugewiesen bekommen haben, bekommen, denen wird das so gezeigt. Die werden so dargestellt. Nun haben wir dieses Rechteck hier, da haben wir noch keine Klasse zugewiesen und ihr nun auch gesagt, werd mal bitte, zeig dich mal so, wie es in der Klasse festgelegt ist. Und es befinden sich in der Klasse keine und in der Klasse keine sind offenbar die Attribute Solid Weiß und 0,5 mm und so weiter angegeben. Das Dumme ist, in diesem Schnitt würde diese Linie von der Deckelplatte, würde sie anders dargestellt werden. Deswegen müssen wir das auch nochmal in eine Klasse verschieben. Klasse, neue Klasse, Deckplatte mit OK bestätigen. Und da können wir jetzt auch über die Klasse einmal die Attribute bearbeiten. Und zwar in dem Fall sind die Füllattribute hiervon leer. Und die Stiftattribute ist zwar eine Dicke von 0,5, aber die Objekte vor der Schnittebene, wenn sie denn überhaupt gezeigt werden, in dem Fall finde ich das ganz sinnvoll, haben bitte eine Linienart von der Strich-Zweipunktlinie. So wäre das richtig. Man kann also auch dahinter noch alles sehen und müssen nicht darauf achten, dass es im Vordergrund geschoben wird. Das hat nicht geklappt. Ach so, das hat nicht geklappt, weil wir bisher nur gesagt haben, dass die Füllattribute im Klassenstil dargestellt werden sollen. Wir müssen hier darauf achten, dass eben auch die Stiftattribute im Klassenstil gezeigt werden. Et voilà, haben wir die Strich-Zweipunktlinie. So, das Ganze können wir jetzt machen mit allen weiteren Klassen. Das heißt, wir haben ja nur gesagt, wer im Klassenstil dargestellt, aber noch nicht, wie das dargestellt werden soll. In diesem Schnitt finden wir aber nur noch die Füllungen. Das heißt, da müssen wir das eingeben. Und zwar hier, wir gehen in die Navigationspalette auf den Reiter Klassen, gehen einmal auf Füllungen, machen einen Rechtsklick drauf, bearbeiten, automatisch zuweisen auswählen, Füllung, Schraffur. Schraffur haben wir hier von den Seiten natürlich Plattenwerkstoff, ich meine 6 mm hätte ich ausgewählt, vertikal wähle ich aus, bestätige mit OK und bekomme hier die richtige Schraffur zugewiesen. Für die Füllungen von der Tür müssen wir das auch noch machen. Hier ist übrigens noch etwas schiefgegangen offensichtlich, da müssen wir gleich nochmal nachschauen. Diese Füllungen bekommen beide auch, oder die Füllung von der Tür kann ich einmal auswählen. Füllung, Rechtsklick, bearbeiten, Schraffur. Plattenwerkstoff 6 mm vertikal, Entschuldigung, 6 mm horizontal natürlich, automatisch zuweisen, mit OK bestätigen. Jetzt wissen wir, dass diese hier bekommt die gleiche Textur, Schraffur wie dieses hier. Wir können allerdings nicht mit dem Attribute übertragen, Einstellung übertragen Werkzeug arbeiten. Das könnten wir theoretisch zwar auch machen, es ist in dem Fall auch einfacher, aber wir wollen ja auf ein größeres Ziel hinaus. Aber wir können trotzdem eine kleine Abkürzung nehmen, und zwar wählen wir die Füllungen. Ach so, Entschuldigung, dem ist noch keine Schraffur zugewiesen, keine Klasse zugewiesen. Das heißt, das müssen wir erst noch machen. Neue Klasse. Ich nenne das Moment. Horizontal. Da wird nicht viel anderes zugewiesen. Und die Tür wollte ich in einer Klasse haben, falls wir das mal einzeln darstellen wollen. Füllung horizontal. Moment. Hier haben wir es. Füllung horizontal. Bearbeiten. Automatisch zuweisen. Schraffur. Ach so, ich wollte zeigen, dass die Abkürzung, und zwar haben wir hier das offene Dokument Nachtschränkchen. Und jetzt haben wir ja einige Schraffuren schon vergeben und können deswegen aus diesen vier jetzt das raussuchen und müssen das gar nicht nochmal in der eigenen Bibliothek suchen. So, damit ist hier
glaube ich, tatsächlich schon alles schraffiert, was schraffiert werden muss. Wichtig ist gerade dieses Objekt hier, das hatte ich leer gezeichnet. Also die, die das nach dem Video gezeichnet haben, haben das auch leer gezeichnet. Danach aber gesagt, dass es bitte die Füllattribute der Klasse keine übernehmen soll, beziehungsweise Quere vorne, hinten. Das stellen wir jetzt noch in dem Fall einmal auf leer. Das müssen wir jetzt gerade machen, weil wir noch im 2D zeichnen. Später wird das alles eigentlich über 3D gemacht, vor allem wenn wir jetzt diesen Weg wählen. Und dann ist das sinnvoller. Jetzt sehen wir auch diese Aufrechten hier wieder. Tür Aufrechte, die können wir noch einmal in der Klasse auswählen. Aufrechte bearbeiten und dem dann eben auch eine Schraffur zuweisen. Diesmal haben wir es noch nicht hier vorgegeben. Wir brauchen eine engere Schraffur als diese hier. Gehen also in die eigene Bibliothek. Hirnholz, 20 mm sind das in etwa. Bestätigen das und so wird auch das zugewiesen. So haben wir jetzt erstmal die Schraffuren so durch dargestellt. Der Griff muss eigentlich auch noch eine Schraffur bekommen, wenn er dargestellt wird. Das können wir auch noch machen. Griff bearbeiten. Wir müssen im Augenblick dieses automatisch Zuweisen doch gar nicht auswählen. Füllung, Schraffur. Hirnholz, sagen wir mal 30 mm. Müssen wir mal schauen, wie das aussieht. Nee, das möchte ich gerne enger haben. Rechtsklick bearbeiten. Dann nehmen wir die 20 mm auch. Voilà. Wichtig ist, dass angrenzende Bauteile, dass die, wenn die gleiche Schraffur haben, diese Schraffur gedreht ist. Auch wenn es nur eine ähnliche Schraffur ist, dass das bitte gedreht ist. So, anschließend können wir eben noch den Ansichtsbereich nochmal erstellen. Dann wiederholen wir das auch nochmal. Wir machen einen Rechtsklick, Ansichtsbereich anlegen. Gerne darauf achten, dass die Zeichnungsbeschriftung, die brauchen wir hier nicht, ausgestellt ist. Die Ebene gerne die A3 Querwerkszeichnung, ansonsten eine ähnliche Layout-Ebene mit OK bestätigen. Dann haben wir das hier. Anschließend wollen wir immer einmal die Begrenzung ein bisschen größer machen. Die Begrenzung müssen wir erst doch mal erstellen. Rechteckwerkzeug, da ziehen wir einfach einen Rahmen drum, der ein bisschen größer ist als das, was wir zeigen wollen. Und anschließend können wir das Ganze zerschneiden. Shift S ist das Werkzeug hierzu. Immer darauf achten, dass man von ganz außen nach ganz außen schneidet. Ich glaube, hier oben ist mir ein bisschen zu nah da dran. Das mache ich nochmal zurück. Shift S. Voilà. Und anschließend schneiden wir auch hier das einmal weg, sodass man noch genug Platz für die Ergänzungen hat. Verlassen das Schneidenwerkzeug mit X und schieben nun diese Objekte zusammen. Ja, immer aufpassen, dass man es das richtig fängt. In dem Fall mache ich auch Steuerung Z, damit ich nicht das falsche Objekt vielleicht anklicke. Schieb's zusammen und dann mit Steuerung M wieder minus 5 mm verschieben, also 5 mm nach links. Anschließend diese beiden hier auswählen. Und so zusammenschieben. Steuerung M minus 5 in Y. So haben wir den Schnitt AA von diesem Möbel mit Schraffuren, noch ohne Bemaßung, gezeichnet. Die Bemaßung und Ergänzung macht ihr wie gewohnt bitte größtenteils in der Ergänzung des Ansichtsbereiches. Also wir machen einen Doppelklick darauf, wählen Ergänzung aus. Bestätigen mit OK und können dann hier die Objekte bemaßen und eben Ergänzung. Hier möchte ich jetzt den Abstand nochmal ändern, weil ich noch zeigen möchte, wie weit der Rücken eingenutet ist. Bemaßt haben wir schon viel zusammen, also möglichst viel in der Ergänzung machen und erst die Außenmaße, die machen wir außerhalb der Ergänzung. Jetzt gerade befinde ich mich nicht in der Ergänzung, deswegen sieht man das ja auch noch orange. So, das sind die Außenmaße.
L ist der Abstand der Bemaßung. Oder sehe ich, habe ich einen Fehler gemacht? Ich kann mit der Backspace-Taste einfach wieder zurückgehen, ein paar Schritte. Den richtigen Punkt auswählen und L10 eingeben. So, wir kennen das schon. Hier wird im Augenblick das falsche Maß angezeigt, weil wir natürlich eine Schnittunterbrechung hier drin haben. Und da müssen wir das Bemaßen-Werkzeug ein bisschen überlisten oder ihm erklären, zeig mir bitte mal nicht die Maßzahl ein, sondern zeige stattdessen eben 400 mm das tatsächliche Maß ein. Hierzu vielleicht auch nochmal folgender Trick. Wir können einen Ergänzungsbereich mal schnell kopieren. Und wenn wir den doppelt anklicken, Begrenzung auswählen, dann können wir die Bemaßung einfach nochmal löschen, die Begrenzung nochmal löschen und haben nochmal das ganze Objekt, auch hier auf der Layout-Ebene, aber abseits von der Plangröße und können dort jetzt irgendwelche Maße, wo wir uns nicht sicher sind, zum Beispiel, vielleicht wollen wir das Maß von dieser Tür hier haben, von der Türfüllung haben, dann können wir das hier drin auch mal bemaßen. Also nicht drin, sondern diesmal drauf, ganz schrabbelig. Auch ohne Abstand und so, das wird nachher nicht gedruckt. Das gilt nur, ist nur dafür da, dass wir diese Maße übertragen können. Wenn wir jetzt vergessen haben, was unsere Außenmaßen waren, zum Beispiel, das wird vielleicht nicht passieren, aber an ein, zwei anderen Stellen kann man dann halt eben nochmal nachmessen für die Maße, die hier übergreifend über den Ansichtsbereichen stattfinden. Also das bitte noch zu Ende bearbeiten, alle Maße einfügen, die man zum Bau dieses Möbels hier brauchen würde. Und eben auch noch gegebenenfalls die Verbinder. Und dann arbeiten wir mit diesem Möbel nachher weiter und verwandeln das auch in ein richtiges 3D-Möbel. Und ja, dann kann das damit weitergehen. Bis zum nächsten Mal.